Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Das Saufgelage weckt uns noch in den Knochen. Wenn wir mal schauen, was wir versäumt haben. Beziehungsweise in der Mission da jetzt einfach mal weitergehen. Dann werden wir sehen, ob wir die Krönungsfeier zusammen haben. Lauter saufen. Ja, gar nicht drüber. Saufen mit Eva ist anscheinend eine harte Mission. Wo ist mein Sohn? Wir sandten Wort nach Riapadun. Keine Antwort, mein Herr. Wir sollten jetzt weitermachen. Du hast mich aufgespürt, alter Freund. Und hier stehe ich nun vor dem Thron, der eben noch meiner war. Hier sollst du die Entscheidung dieses Vitenagemots anerkennen, dass du nicht geeignet bist zu führen und hiermit abgesetzt wirst. Wir verlangen hiermit, dass du Königreich und Krone an Tan Zeolwulf abtrittst. Mercier hat gesprochen, Herr. Die Krone. Ich tue es, alter Freund. Ach ja, ich kann es sehen. Vergib mir. Das Gewand der Rechtschaffenheit sitzt nicht gut auf deinen Schultern. Wenn der Himmel mich fälschlicherweise zum König krönte, verzeiht seine irrenden Weisung. Amen. So, wo ist meine Krone? Er will sie anscheinend nicht abgeben. Verzeih meine Aufregung. Hier bin ich nun. Ein aufrechter Mann, der nie gelernt hat, niederzuknien. Und doch will ich es versuchen. Ah, so einfach ist das. Ganz ohne Angst, ohne jegliches Gefühl. Er macht sich über dich lustig. Leg ihn um. Keine Sorge, Däne. Ich werde diese Krone abgeben und dieses ganze heidenverseuchte Königreich und die Gunst dieser heuchlerischen Männer. Aber nur zu meinen Bedingungen. Meine Forderungen sind einfach. Erstens müssen... Du Narr! Sieh dich doch um! Niemand hier folgt dir mehr. Flehe um dein Leben, denn mehr wird dir hier niemand mehr zusprechen. Ja! Verzeihung, ich... Tu mir nicht weh! Ich beschwöre dich! Bitte! Ich werde fortgehen. Hier! Ich trete sie ab! Hier! Bringt ihn und seine Frau nach Rom. Er ist hiermit ausgestoßen und soll niemals mehr wiederkehren. Das Vitenagemot anerkennt König Zeolwulf von Mercia, zweiter seines Namens, ein gerechter und gnädiger König. Gott schütze ihn! Hoffentlich war das die Schererei wert. Mercische Soldaten marschieren nach Riapadun! Leofrid,
Treu bis zum bitteren Ende, der Bastard. Trommelt alle zusammen und teilt sie zwischen Nord- und Südtor auf. Das dürfte sein Heer teilen. Chilbert ist dort. Eivor, du musst meinen Sohn retten. Er wird das überstehen. Versprochen. Ich bleibe hier bei Cheolwulf. Geh. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Das ist ein Fluch. Warum? Schwer wie der Kopf. Dann nehmen wir mit. So ist's besser. Den Fluch. Das ist das Zeichen. Was zum Holen auch noch? Lesen. Blutverschmierter Brief. Vergib mir, o Herr Jesus Christus. Aber dein Licht vermochte uns nicht vor der Dunkelheit zu schützen, die unser gesegnetes Englerland heimsucht. Hier stelle ich diese hohen Stangen her, um Flüche auf die Dänen zu schleudern, auf dass sie angsterfüllt dahin zurückkriechen, wo sie hergekommen sind. Möge der Teufel tun, was er am besten kann, woher. Sind ja richtig aufwendig. Auch die ganzen Sachen. Ein bisschen was zum Plündern wäre schon auch cool, so kleine Kisten oder so. Oh, Plündern. Boah, leicht. Da steht einfach mal eine Kiste so herum. Zwar und auch mal. Kannst du mal den Bogen wegpacken, bitte? So. Ganz oben. Das ist wieder so ein Rätsel da. Nee. Ah. Jetzt bin aber ich mal dran. Na, das passt schon so. Da war noch da. Na, das war's. Wenn dann. Jetzt war noch was gehabt. Hat was gehabt. Ein bisschen plündern. Wissen gibt's nix. Weitere Relikte der Nephilim verblieben hier. Ich versah diese Stange mit einem Schauen wir Zeichen, mal. Damit die Menschen immer oh, von ihrem Geist, an der ihnen innewohnenden Kraft laben können. Ihr, die ihr hier die Stimme des Herrn vernehmen wollt, sehet euch vor. Denn er spricht verschlüsselt in Worten, die aus uralten Fäden gewoben sind. Hier offenbart er sich, diesen Pfeilern von den Riesen der Urzeiten gebracht, um uns zu beschützen, gab er Bedeutung, die nur er selbst kennt. Amen. Ich finde, das gerade ja viel mehr vorgelesen da, dem Spiel. Also, vom Spiel selber. Oben vielleicht? Ja, vielleicht von unten sogar.
seltsame Kräfte wirken hier. Das ist relativ schnell gegangen. Oh, jetzt ich ist gerade fertig, kurz Punkte hätten wir ja noch einige zu vergeben. 8 Stück ist noch nicht mehr so wenig. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow. So zu machen. Alter, was geht denn jetzt ab? Bugbild-Herausforderung. Achte auf die Zeichen und durchquere die Türen in der richtigen Reihenfolge. Welche Zeichen? Boah, ich stehe ja vor, ne? Das ein Zeichen sein, dass der da steht. Was da eben für Schammel? Blau und Täuschling ist. Oh. Komm mal da rein. Ah, das dürfte gut passen. Wo rennt er jetzt hin? Okay, Folge der Robbe. Anscheinend. Oh? Ist nicht ganz so eindeutig. Ich frage mich nur, was das sein soll. Das ist ja. Einmal voll auf Droge, bitte. Bevor du eine Schwelle übertrittst, versichere dich. Muss etwas sein, ist das letzte Tor. Denn ungewiss ist, wo Widersacher dich erwarten. Okay. Aber du wirst anscheinend. Und wir essen keinen blauen Täuschling mehr. Da gibt's Bären. Danke. Von tiefstem Herzen danke. Ich werde all meinen Freunden von diesem Glück berichten. Ich hielt dich für einen Gauner und Schwindler. Aber du hattest recht. Der Herr sei mit. Oh, sehr schön. Blauer Täuschling. Lesen. Trankzutaten, Flechten. Vor ein paar Tagen fand ich einige sonderbar aussehende Flechten. Besonders bemerkenswert ist vor allem ihr nussiges Aroma, das vielleicht dem Schatten des Brunnens verdanken, wenn sie wachsen. Ich habe ein paar mitgenommen und bewahre sie im Wasser auf, um sie zu trocknen. Das dürfte ihre Wirkung verbessern. Da kann man hinmachen. Was hat sein kleines Herz so befeuert? Ah, mein bald höchst begehrter Zaubertrank. Ein Schluck davon lässt dich einschlafen und wenn du aufwachst, bist du einmal reicher. Diese Betrugsmasche ist mir neu. Es klingt wie eine, ja, ich weiß. Ich kann auch nicht erklären, wie es wirkt. Aber die Worte dieses Herrn eben sprechen für sich. Er und viele andere sind zu mir zurückgekehrt. Jeder erzählte eine andere Geschichte, aber alle waren am Ende reicher. Na gut, gib mir den Zaubertrank. Ich habe keinen mehr und die Herstellung dieses Tranks ist ein großes Wagnis. Willst du dich dieser Herausforderung wirklich stellen? Erst muss ich wissen, worum es geht. Sehr wohl. Es gibt zwei wichtige Zutaten, die du mir bringen musst. Bärenhoden und frische Flechten.
Wo kann ich diese Zutaten finden? Etwas westlich von hier ist eine Höhle, in der Bären sich gerne Ehrenhoden. Pfifferling bedienen. Ehrenhoden. Flechten wiederum wachsen draußen im Brunnen. Pardon? Aber nimm dich in Acht. Außen im Brunnen? So? Flechten? Trankzutat Bärenhoden. Ich bin mit dem Leben davongekommen, doch meinen Stolz musste ich zurücklassen. Ich schreibe besser nicht auf, wie ich zu diesem Bärenhoden kam. Wenn der Trank nicht wirkt, wird das Ende meiner Bestrebungen sein. Eine Höhle voller Bestien zu erzürnen, die aus meinen Innereien ein Festmahl machen wollen, ist nichts, was ich ein zweites Mal versuchen möchte. Flechten. Nicht so gut. Los, Herr Täuschling. Auch bitte wieder schon. Für was ist der Täuschling? Okay, mehr essen kann ich. Bräuschlinge mehr. Bräuschlinge sind schlecht. Besten. Zack. Servus. Müsste doch da diese Richtung sein, oder? Oh, ja. Sehr ganz ruhig. Das hier brauche ich von den Bären. Also da ein Schuss. Alter. Hat ein Schuss gereicht? Ich glaube, ich bin. Plündern. Ich habe mir gedacht, das wird jetzt der epische Kampf werden. Flechten für das Gebräu des Trankmischers. Flechten. Ja, liegt auch schon ein bisschen länger da. Pfifferling. Und gefangen im Brunnen. Ich habe, mehr aus du mich gebeten hast. Sehr gut. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Der Trank wird in Kürze fertig sein. Hector. Da haben wir es. Einmal den Trank des wundersamen Reichtums. Viel Spaß. Der bekommt anscheinend nicht ganz so umgefallen. Verfluchter Trankmischer. Was? Ich würde sagen, aha, der hier hat denselben Trank getrunken. Ist hier gelandet und hat es nicht mehr hinausgeschafft. Ich sollte hier zurück zum Trankmischer. Vielleicht weiß er, was passiert ist. Das kommt mal bekannt vor. Ich glaube, da war ich schon. Jo, die ist offen. Da war ich doch schon mal. Tja. Irgendwo.
Du, Trankmischer. Da oben was ist passiert, nachdem ich diese Pisse getrunken hatte? Alter, wir sind herkommen. Woher soll ich das wissen? Ich sagte doch, ich kann es mir auch nicht erklären. Ich weiß so, nur, sind wir wieder zurück. Dass der Trank bei dir recht stark gewirkt hat. Du bist hier rausgestolpert und dann durch den Wald gerannt, als hättest du etwas gewittert. Es war wirklich wild. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Schön, dass du wohl auf bist. Und dein Reichtum ist gewachsen, oder nicht? Könnte man sagen. Ich bin in einer Höhle aufgewacht, neben einem Toten, der einen Schatz umklammerte. So eine Geschichte hatte ich bisher noch nicht gehört. Ich glaube, es war einer deiner Käufer. Nur, dass der nicht so viel Glück hatte. Vielleicht sollte ich diesen Zaubertrank erst einmal ausmustern. Zumindest, bis ich besser verstehe, was er bewirkt. Gute Idee. Ja, den Schatz hatten wir schon, weil wir in der Höhle schon mal drin waren. Oh, wieder zwei Erfahrungspunkte. Ein kleines Lager. Mit einem großen Goliath. Wo der? Internet. Ist das zu weit weg wahrscheinlich? Na komm, schaut aber schon. Ah, jetzt. Schnelles Attentat. Spezialattentat. Und plündern. Ah, jetzt haben wir gedacht, da steht noch ein... Ah, der hat einen Kohlebaden gehabt. Gibt's eine Leiter? Oh, und der Opal. Zuerst halt. Schaut verdächtig nach einer Maske aus da. Jo, Maske. Ist ja noch was. Hauruck. Ruhe plündern. Noch eine Kleinigkeit. Ich muss die Brüder finden. Vielleicht jetzt haben sie noch ein Kollege. Der schon fleißig. Was? Bisschen draufhauen geht er dazu. Die spawnen da einfach wieder. Nein, aber Leofried, wie hier über den Fluss floh. Er jagte jemandem hinterher. Das muss Chilberg gewesen sein. Die einzig lohnende Beute in diesem Drecksloch.
Hab Dank, Elfo. Zur Hölle! Zu mir, Bruder! Ah, verdammt. Bleib bei mir! Es ist... Oh. Au! Au! Ja, sag mal. Der war Schluss da. So, Richtung Missionsziel am besten. Damit? Warte, Gana. Komm, Mann, die denn gerade ist der nächste da. In der Richtung. Auf den Seiten! Über den Fluss. Was hat der Geobert? Geobert. Bisschen schneller, Eva. Geobert. Er ist in Gefahr. Der Marco war ja gerade noch da. Niemals. Wo muss ich hin? Bitte! Okay. Du willst das nicht wirklich tun. Leofrid, lass ihn gehen. Tu, was ich sage. Ich tue, was mein König sagt. Dänen bringe ich zum Schweigen. Hiermit. Lass es sein, Leofrid. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Wir haben Chiopedun gestürmt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist ein großes Messer. Das geht leider nicht. Dann wirst du nun sterben. Oder du. Du kannst nicht gewinnen, Leofrid. Selbst wenn du mich bezwingst, haben die Ragnar sonst trotzdem gesiegt. Ich bin schon gegen viele Dänen angetreten. Ja, ich hätte vielleicht noch vorher mal... Ich werde siegen! Erfahrungspunkte. Gerne meine Erfahrungspunkte vorher nur eintauscht. Wie fühlt sich das an? Aua. Was denn? Knopf. Aua. Na, du. Du wirst langsam. Du bist ein wildstarker Kerl. Burkhard hatte Glück. Es ist meine Pflicht, Mercia für euch zu beschützen. Ehe ich aufgebe, sterbe ich. Ja. Er ist gut, ja?
Weil ich bin jetzt nicht gerade der Überkämpfer. Aber stell mir mal ausnahmsweise nicht ganz so dämlich an. Du bist am Ende. Noch nicht. Kämpfe, Heiden! Scheint erwischt. Du rennst dir weg. Der Bogen ist nicht so schlecht, muss ich sagen. Nee. Du wirst leiden. Na, die hab ich klar. Oh. Na jetzt. Energie braucht jetzt, ja. Fünfmal ausweichen. Er lohnt das immer so komisch auf. Das irgendwie gefällt mir das. Aua. Komm, bring es zu Ende. Lest du deinen Gott gar nicht an? Der an? War super. Oder dein König? Ich habe einen Eid geschworen, Burgred bis zum Tod zu dienen. Ich kämpfte, ich verlor. Wir wissen beide, wie das läuft. Ein ehrwürdiger Tarn, der einen ehrlosen Krieg führt. Burgred hat ihn verlassen und verraten. An Leofrieds Stelle würde ich das erfahren wollen. Da hat er recht. Warum ihn seines letzten Ruhmes berauben? Dieser Krieger ist bereit, seinem Gott entgegenzutreten. Weiter zu leben, wird ihm nur Schande bringen. Er hielte sein Eid nicht, wenn er die Wahrheit kennen würde. Dann wähle. Wahrheit oder Ruhm. Verschonungsbuch hat dich verlassen. Töten. Bete so zu deinem Gott. Gott gegenübertreten. Also für die damalige Zeit wäre sicher töten die einzige Alternative. Drenger, du sollst diesen Namen tragen. Das hatte er nicht verdient. Er hat es gewollt. Komm, wir sollten zurückgehen. Vorsicht, du bist verletzt. Es geht schon, wirklich. Nur ein paar Kratzer vom Kampf, mehr nicht. Diese Wunden werden schnell heilen. Du hast Glück. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Hast du was zum Looten? Ein bisschen Loot vom Leofrid? Kein Loot vom Leofrid. Ich kam nicht an ihn heran. Du hättest dich verstecken sollen, Chilbert. Das war nicht dein Kampf. Doch, es war unser Kampf. Komm mal weg. Deiner, meiner, der meines Vaters. Ich musste helfen. Und das hast du auch. Du hast Tapferkeit bewiesen. Mut. Du bist kein Junge mehr. Als du... wegen Leofrid. Warum hast du ihn am Ende getötet? Leofrid war ein Kämpfer. Er kannte den Preis des Krieges. Er starb, weil er für das kämpfte, woran er glaubte. Dem wohnt etwas Ehre inne. Ich glaube, ich verstehe. Ja, da hat es ein paar Zivilisten nicht erwischt, anscheinend. Cheolbert! Aber ein guter Kampf eigentlich. Sieh dich an! Voller Blut und Schlacht geprüft! Mutig wie du bist, könntest du selbst ein Anführer sein! Oder auch der König von Mercia, Bruder. Der Tag wird kommen. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst! Dann bist du jetzt ein Odling. Oder Ätheling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes Urteilsvermögen verlangt. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Mein Sohn, geht es dir gut? Ja, Vater. Gut genug. Er brachte dir heute Ehre ein.
Er kämpfte mutig gegen große Gegner. Habt meinen Dank, ihr alle, und meinen Segen. Wir wussten, was dieses Bündnis uns kosten könnte. Aber nun ist es vorbei. Und alle haben etwas gewonnen. Brauchst uns nicht zu danken. Trage einfach deinen Wert bei, was geschieht ist. Es stimmt. Heute beginnt eine neue Zeit. Ganz Englerland muss wissen, dass Mercia einen neuen König hat. Die anderen Königreiche Englerlands werden euren Weg zur Macht nicht anerkennen. Mein eigenes Königreich auch nicht. Burkhards Soldaten werden sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben. Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenafort hier, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd, ich würde mich besser fühlen, wenn Ceolbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Würdest du ihn in deinem Clan willkommen heißen? Hast du ein Pferd, junger Äteling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Bis zur Nene können wir zusammenreiten. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd. Das beruhigt mich sehr. Halte dich bereit, Eivor. Ich werde nach dir rufen. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Die Zukunft von Englerland wird ziemlich heidnisch aussehen. Hier, Wolfsmal, als Zeichen unserer Freundschaft. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Oba. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch. Wie nett von dir, Ivar. Gern geschehen. Unsere Freundschaft ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Und Ceolbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Ich glaube, wir haben jetzt gerade den Eingang gefunden. Zu der angoldenen Kiste. Hier schaut super aus. Der Brandpfeil. Ja, da ist sie. Boah, wie lange ich die schon gesucht gehabt hab. Das will doch gar keiner mehr hören. Das will sich doch. Was gibt's da noch? Achso, das wäre, wenn's den. Gut, an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, liked und abonniert den Kanal, schaut euch in der Playlist um, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, vielleicht fallen euch ein paar Sachen, die man verbessern kann, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke und tschüss.